Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video beantworte ich die folgenden zwei Fragen. Wie berechnet man die zyklomatische Komplexität für Switch-Anweisungen? Und wie kann man die zyklomatische Komplexität verringern? Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Zunächst nochmal zur Definition der zyklomatischen Komplexität oder McCabe-Metrik. Seit C die Anzahl der Bedingungen im Code, so lässt sich die zyklomatische Komplexität oder McCabe wie folgt bestimmen. Z gleich C plus 1. Dabei werden bei zusammengesetzten Bedingungen alle atomaren Bedingungen einzeln gezählt. Bei Switch-Case-Statements werden alle Zweige ohne Default gezählt. Hier will ich zunächst genauer auf das Switch-Statement eingehen. Bei dieser Anweisung zählen wir die verschiedenen Zweige, die durchlaufen werden, ohne den Default-Zweig, falls einer vorkommt. Schauen wir mal ein Beispiel an. Überlegt einmal, wie hoch die zyklomatische Komplexität sein wird. Stoppt mal kurz das Video für eine eigene Berechnung. Nun ja, es kommen drei Case-Anweisungen vor. Damit ist die zyklomatische Komplexität 3 plus 1 gleich 4. Jetzt verzieren wir die Switch-Anweisung noch mit einem Default am Ende. Wie sieht die zyklomatische Komplexität jetzt aus? Naja, die Case-Anweisung haben Sie ja nicht geändert. Also sind es immer noch 3 Stück und die zyklomatische Komplexität damit immer noch 4. Im nächsten Beispiel lasse ich das Break am Ende des ersten Case-Statements weg. Schauen wir mal, ob das an der zyklomatischen Komplexität was ändert. Es sind wieder nur 3 Case-Anweisungen. Damit ändert sich die zyklomatische Komplexität wieder nicht. Und wir haben wieder 3 plus 1 gleich 4. Die zyklomatische Komplexität wird oft dafür verwendet, herauszubekommen, wie viele Testfälle man finden muss, um das Programm ordentlich zu testen. Damit ist auch nicht verwunderlich, dass bei unseren bisherigen Beispielen in diesem Video jetzt immer der gleiche Wert für die zyklomatische Komplexität herauskommt, nämlich 4. Für alle Beispiele hätten wir 4 Testfälle benötigt, um das Programm ordentlich zu testen. Ich habe aber jetzt noch ein Beispiel für die Verzweigung mit Switch Case mitgebracht. Hier sehen wir jetzt, dass es 12 Case-Anweisungen gibt. Damit ist die zyklomatische Komplexität 13, also ganz schön hoch. Mit diesem Beispiel will man immer wieder zeigen, dass die zyklomatische Komplexität eine schlechte Metrik ist. Der Code ist ja eigentlich nicht komplex. Im Allgemeinen sagt die zyklomatische Komplexität jedoch schon einiges über die Komplexität einer Methode aus. Wenn man aber Tools zur Bestimmung der zyklomatischen Komplexität verwendet, muss man sehr genau aufpassen, wie diese Metrik berechnen. Manche zählen nämlich bei zusammengesetzten Bedingungen nicht die atomaren Einzelbedingungen. Manche zählen bei Switch Case auf eine andere Art und Weise. Aber nur weil Programmierer von Metrik-Tools sich das Leben einfach machen wollen, heißt es noch lange nicht, dass wir eine Metrik haben, die schlecht ist. Im vorigen Video zur zyklomatischen Komplexität haben wir gesehen, dass man mit McCabe Aussagen zur Komplexität von Programmcode machen kann. Wir haben dort ja zum Beispiel GGT-Algorithmen miteinander verglichen. Wie kann man jetzt McCabe verringern? Am besten wäre es ja, wir hätten grundsätzlich einen Wert von 1 für diese Metrik bei unserem Programmcode. Angenommen, Sie haben Code, der 2 Fälle berücksichtigt, zum Beispiel 2 Spielstrategien für eine Klasse Player. Ich habe hier mal ein UML-Diagramm für dieses Problem gezeichnet. Der naive Ansatz wäre, ein Typattribut mStrategy einzuführen und im Code dann zu verzweigen. Das habe ich hier mal dargestellt. Wie die Strategien aussehen, ist für dieses Beispiel jetzt nicht interessant. Ich habe sie einfach mal als 2 Kommentare abgekürzt. Was uns aber interessiert, ist die If-Bedingung.
Hier haben wir nämlich eine atomare Bedingung und damit hat die zyklomatische Komplexität dieser Methode Play den Wert 2. Eine Lösung für das Problem ist eine abstrakte Klasse Strategy mit einer abstrakten Methode Play. Von dieser Klasse leiten wir einfach zwei Klassen Strategy 1, Strategy 2 ab, indem wir die jeweilige Play-Methode implementieren. Wir führen also für jede Strategie eine abgeleitete Klasse ein. Durch Polymorphismus können wir jetzt auf das If-Statement verzichten und sparen uns eine Bedingung. Die jeweiligen Implementierungen haben dann jeweils McCabe von 1, was ja unser Ziel war. Man kann also tatsächlich in manchen Fällen McCabe von 1 erreichen. Das Beispiel verwendet übrigens das Strategiemuster, das ich in einem anderen Video ausführlich besprechen werde. Zusammenfassend haben wir in diesem Video also gesehen, wie man die zyklomatische Komplexität bei Switch-Statements berechnet und wie man beispielsweise durch den Einsatz eines Entwurfsmusters, hier des Strategiemusters, die zyklomatische Komplexität verringern kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn es noch Fragen gibt oder Anmerkungen, schreibt sie einfach in die Kommentare. Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal, wenn es heißt: Herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Bis dann!